Grüß Gott, mein Name bei Ländle TV. Begegnung am Berg ist heute angesehen. Wir sind auf einem wunderschönen Pfänder, knapp über 1000 Meter, und haben einen Traumtag. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, der mir wirklich große Freude macht. Bei mir ist heute die Jessica Lutz, das ist die frisch gewählte Arbeiterkammer-Vizepräsidentin aus Höchst. Grüß dich, guten Morgen. Guten Morgen, Jessica. Franz, servus. Ist das nicht schön? Wunderschön. Mir taugt es daheim am Pfänder besonders gut, weil wenn ich daheim stand, sehe ich genau in meine Heimat runter. Das ist auf Höchst und das ist für mich das Paradies. Ja, am See, dann bist du auch ein bisschen Wasserratte. Absolut. Ich gehöre am See und dort fühle ich mich besonders wohl. Berg nicht so dein Thema. Berg komme ich natürlich auch gerne mal rauf, aber da ich am Wasser wohne, ist der See einfach viel näher für mich. Wir Oberländer sind auch das nicht. Ja, das kann man vorstellen. Es ist schon schön da unten. Ja, du Jessica, du bist geboren und du bist eine echte Höchsterin. Eine waschechte sozusagen. Ich bin aufgewachsen in Höchst zusammen mit meiner Schwester. Die ist ein bisschen älter wie ich. Die hat zwei Kinder und einen Mann. Und mit meiner Eltern, mit der Mama, der Conny, die ist eine begnadete Köchin und eine sehr gute Sängerin. Ja, ja, hallo. Kannst du singen? Ja, natürlich. Ja, denn. Das habe ich geerbt. Ja. Und natürlich unser Papa, der Bill, der ist so der Anker in der Familie. Der hat sehr viel Lebenserfahrung. Er hat ein ganz tolles Leben bisher führen dürfen, weil er schon auf allen Kontinenten war, die er bereist hat. Und so bringt er einfach eine Ruhe mit und ist unser Anker in der Familie. So soll es sein, eine perfekte Familie. Du bist zuerst in die Schule gegangen? Und genau, ich bin zuerst in die Schule gegangen und nach der Schule habe ich entschieden, ich mache eine Lehre. Dann bin ich nach Bregenz. Vernünftig? Ja, dann bin ich nach Bregenz zu der Firma Wohlfahrt und dort habe ich mich ausbilden lassen zur Bürokauffrau. Die haben ein ganz interessantes Ausbildungsspektrum für Bürokauffrau angeboten. Da habe ich die Möglichkeit gehabt, in jedem Bereich, wo in der Betriebswirtschaft wichtig ist, hineinschauen und mitschaffen. Das bedeutet, ich war in der Logistik tätig, ich war im Einkauf tätig, ich war in der Buchhaltung tätig, aber auch im Verkauf oder im Marketing. Und so habe ich in alle wesentlichen betriebswirtschaftlichen Bereiche Einblick gekriegt und habe mich danach entschieden, dass ich mir eine Einkäuferin lerbt. Du kennst ja den Hobernus. Kannst du uns erklären, wo wir jetzt da gehen? Jetzt stehen wir direkt beim Pfänder, da kommen wir mit der Solbau rauf. Und wir laufen jetzt umwärts zum schönen Eichenberg und haben die ganze Zeit Blick zum See und natürlich in meine Heimat nach Höchstabe. Ja, ja, da oben, das ist ja ein Käsewanderweg. Richtig, ja. Und sehr zu empfehlen mit der Seilbahn rauf, da oben, auch ein Berg ein, im schönen Blick etwas essen. Tipptopp. Und mit dem Bus anfahren. Genau. Wäre ein schöner Sonntagsausflug. Absolut. Du Jessica, du bist Jugendvertrauensvertreterin, oder wie heißt das? Jugendvertrauensrätin bin ich bei Wohlfahrt. Und wie bist du zu dem gekommen? Ja, damals, 2002, hat man ganz viele Jugendvertrauensratskörperschaften in Vorarlberg gegründet. Und bei der Firma Wohlfahrt haben wir so eine Einrichtung auch noch nicht gehabt. Dann ist der Toni auf mich zugekommen und hat gesagt, Jessica, hättest du nicht Lust, als Jugendvertrauensrätin bei uns bei der Firma Wohlfahrt zu mitmachen? Und dann habe ich mich erkundigt, was überhaupt ein Jugendvertrauensrat macht. Und das ist eine ganz wichtige Körperschaft, weil es der direkte Ansprechpartner für die Lehrlinge ist. Und ein Lehrling fühlt sich einfach wohler und besser aufgehoben, wenn er mit der gleichaltrigen Person sich austauschen kann, als wir mit einer, die vielleicht 20, 30 Jahre älter ist. Und dann habe ich mir gedacht, wohl, da kann ich mich einsetzen, da kann ich was bewegen, da bin ich dabei. Und das ist im Prinzip mein Sprungbrett für die Arbeitnehmervertretung in Vorarlberg. Wow, ja. Und dann, wo du zu Blum gekommen bist? Genau, ich habe dann leider Gottes entschieden, dass ich die Firma Wohlfahrt verlasse und habe mich bei der Firma Blum beworben als Einkäuferin. Und dort hat der damalige Betriebsratsvorsitzende, der Heinz Lange, den davon Wind gekriegt, dass ich bei der Firma Blum jetzt bin und hat auf die nächste Wahl auch mit mir ein Gespräch gesucht, ob ich bei ihm auf der Betriebsratsliste kandidiert hätte. Und jetzt bin ich bei Blum seit 2009 schon Betriebsrätin. Inzwischen, seit 2017, bin ich Betriebsratsvorsitzende Stellvertreterin und setze mich wahnsinnig gern für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, engagiere mich gern im Betrieb und mache einfach gern im Betrieb etwas, wo ich aktiv mitschaffen kann. Ja, dann schauen wir, gehen wir ein bisschen weiter da.
guter Partner, das ist beim eigenen Zuhause das Wichtigste. Perfekt. Jemand, der einen hilft, bis man wirklich am Ziel ist. Apropos, Raiffeisen erfüllt mehr Wohnträume als jede andere Bank in Österreich. Raiffeisen, meine Bank. Freistanzer. Wohlbefinden, Natürlichkeit und sorgfältige Verarbeitung. Das ist das, was uns Vorarlberger ausmacht. Natürlich vom Ländle. Schau, Franz, jetzt haben wir hier ein Panorama wie aus dem Bilderbuch. Es freut mich, dass ich dir das jetzt so zeigen kann, dass du auch weißt, warum ich mich so gern auf dem See und am See bewege. Ja, ich habe vollstes Verständnis. Du hast einfach einen guten Geschmack. Stimmt. Wann bist du und wie bist du zur Arbeiterkammer Vorarlberg gekommen? Ja, ich bin bei der Firma Blum seit 2009 Betriebsrätin und bin auch mit dem Hubi dann 2009 auf die Liste bei ihm gegangen, also unserem Arbeiterkammerpräsident Hubert Hemmele. Mhm. Und war dort als erstes als Ersatzkammerrätin bei ihm auf der Liste. Habe dann im Hintergrund immer wieder einmal bei einer Fraktionssitzung teilnehmen können und sehen können, was die alles machen und bewegen. Ein Beispiel zum Nennen ist zum Beispiel die große Steuerreform, wo wir für 2015 extrem viele Unterschriften gesammelt haben, die dann 2016 umgesetzt wurden. Und das hat mich schon begeistert, um da weiter am Ball zu bleiben und auch als Kammerrätin später aktiv zu werden. Ich bin dann 2014 in der Arbeiterkammer das erste Mal Kammerrätin geworden. Ich bin 2017 in Vorstand von der Arbeiterkammer Vorarlberg eingetreten und bin jetzt frisch gewählte Arbeiterkammer-Vizepräsidentin. Ja, das ist ja Karriere. Ich weiß nur, ich habe recherchiert, du bist die jüngste AK-Vizepräsidentin Österreichs. Kompliment. Das ist richtig, herzlichen Dank. Und bei deiner Wahl hast du ein großes Votum gekriegt. Das stimmt. Also für unsere Fraktion bin ich zuerst einmal im Vorfeld als designierte Arbeiterkammer-Vizepräsidentin gewählt worden. Dann habe ich einen ganz großen, nämlich der 100%ige Zuspruch gekriegt. Das hat mich sehr gefreut, dass sie hinter mir stand und mir vertrauen. Und am 14. Mai bei der Arbeiterkammer-Vollversammlung von allen Fraktionen dann mit 80% gewählt worden. Und das freut mich. Ja, da kannst du ja gerne stolz sein. Das ist ja wirklich toll. Das ist ja nicht selbstverständlich. Toll. Da kann man noch drauf bauen. Denn ich glaube, wir schaffen noch gut zusammen mit der Arbeiterkammer. Wir haben da eine ganz gute Zusammenarbeit und das ist das Wichtigste. Das ist, ohne dem Fundament funktioniert es nicht. Der Hubi Hemmerle, der Hubert, was fällt dir zu dem ein? Ja, erstens ist es einmal mein Lieblings-AK-Präsi, das ist klar. Und am meisten bei ihm gefällt mir, er kommt aus der Privatwirtschaft raus. Er hat selbst 25 Jahre lang in der Privatwirtschaft gearbeitet und weiß somit genau, wo die Anliegen für uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegen. Er ist einfach unnervös, ist ganz ein Komoter und hat vor allem Handschlagqualität. Das schätze ich sehr an ihm. Ich habe gelesen, und das ist auch ein großes Thema momentan, die Petition der AK Vorarlberg zum Mindestlohn netto 1700. Ja, das ist richtig. Wir wissen alle, dass durch die Corona-Krise im Moment sehr viele Leute am Schaffen sind und sich tagtäglich irgendwie ihre Gesundheit sich in Gefahr setzen. Und darum haben wir gesehen, ist es zwar schön, wenn diese Beschäftigten im Handel, aber auch in den Krankenhäusern oder im Sozialbereich einmal Einmalzahlung kriegen für den tollen Verdienst, was die letzte Zeit leisten. Aber schöner wäre es für uns, wenn die auf Dauer eine bessere Entlohnung hätten. Und darum glauben wir, dass die 1700 Euro gerechtfertigt sind. Wie viele haben die Petition schon unterschrieben? Inzwischen sind es erst 3300. Da ist noch sehr viel Luft nach oben.
Ja, und darum wende ich mich gerade an dieser Stelle an euch, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Bitte geht ins Internet, unterstützend online unsere Fair Pay for Adelberg Aktion, weil wir glauben, es ist einfach ganz wichtig, dass die systemerhaltenden Beschäftigten eine bessere Entlohnung auch weiterhin haben. Schau, Jessica, der AK setzt sich für alle hier im Vorarlberg. Nicht an der regionale Produkte. Ne? Oh. Brot vom schnellen Feldkirch. Oh, übrigens, da bin ich heute Morgen gesehen, wo der gehört hat, dass ich mit dir Filme gesehen habe. Nimm der Jessica einen Nussgipfel. Oh, herzlichen Dank. Danke sehr. Freut mich. Dann haben wir da von Vorarlberg Milch 3 Käsekaiser. Oh, das ist ja fein. Ja, super. Wirklich gut. Da. Danke. Der Walzer hat mir Landjäger mitgegeben für dich. Wow, die. Ja, da fällt es ja nicht böse Jause. Da fällt dir noch was. Na super. Schau. Das kleine Bastel. Ah, perfekt, vor allem oder, zu einer so guten Jause. Danke, oder Franz. Als Alternative hätte ich für dich ein Limo. Von uns heißt das. Mhm. Frastanzer und morgen brauchen gemeinsam Vorarlberger Limonade. Ganz was Neues. Das so. Ist jetzt zum Beispiel Vogelbeerkirsch. Ich habe jetzt nur geschaut, welches kälter ist. Und nachdem das Bier kälter ist, habe ich mich jetzt gerade fürs Bier entschieden. Okay, dann nehme ich das andere. Und nachher kriegen wir zur Belohnung. Williams, eine ganze Flasche darfst du trinken. Vom Pfanner, ja. Ja super. Also ich würde sagen, da haben wir mal stärken. Gerne. Gell? Zum Wohl, Jessica. Gell? Und nachher als Abschluss im Schönblick gibt es Kaffee und Kuchen. Ja wirklich? Wow. Ja. Ja super, da geht es mir gut. Verdient, ja absolut, ja, danke zum schön, zum Wohle. Ja Jessica. Jetzt sind wir bald runter. Ja. Am Ahrenberg. Haben wir es geschafft. Weißt du, was mich noch interessiert hat? Bitte. Unterschied Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund. Ha, weil ich das vorher geklärt habe bei der Sozialpartnerschaft, ja. Warum die Arbeitnehmer. Das wissen ja nicht alle. Stimmt, die Arbeitnehmer haben dort zwei Partner, die wichtig sind. Zum einen ist die Arbeiterkammer, weil sie die gesetzliche Interessensvertretung ist für uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die Gewerkschaft ist ein Verein. Die Gewerkschaft verhandelt für uns die Kollektivverträge. Und das darf die Arbeiterkammer gerne nicht. Das wissen viele Leute nicht. Jetzt wissen Sie es. Jawohl. Ja. Danke sehr. Servus. Hallo. Boah, wow, das sieht super aus. Oh, das ist schön Blickqualität. Wow. Ja, da freuen wir uns, wenn Sie in der Wow. Und die Sonne ist da. Ja. Jessica, der Arbeiter kann man dort ja auf drei verschiedene Bereiche der Corona-Opfer helfen. Das ist richtig, ja. Wir haben uns dazu Gedanken gemacht und entschieden, wir machen einen Kleinkreditezuschuss bis zu 5'000 Euro, dann einen Wohnkostenzuschuss und auch einen Härtefonds. Der Härtefonds haben wir entschieden ganz bewusst für jene, die einen Ein-Personen-Haushalt haben oder einen Paarhaushalt. Mhm. Und das kann man bei uns online auf der Arbeiterkammer Vorarlberg Homepage sich informieren und erkundigen, was es alles dazu braucht. Da sind wir gern behilflich mit dem Ausfüllen. Und für all jene, die da meinen, sie bräuchten eine Unterstützung, weil es ihnen wirklich in dieser schwierigen Zeit nicht mehr gut geht, sind wir gern für sie da. Jessica, ich möchte einfach großes Danke sagen. Tolle Frau, du bist wirklich, ja, wie soll man sagen, kaum zu überbieten mit deiner Kraft und mit dem Einsatz für die Allgemeinheit. Es war ein großes Vergnügen, mit dir jetzt vom Fender daher zu laufen, Vorarlberg. Ja, vielen Dank, Franz, für die Blumen. Mir hat es genauso viel Spaß gemacht. Es war mir ein großes Vergnügen, mit dir die Wanderung zu machen und dir unser schönes Ländle mit Seeblick zum Zeugen. Ja. Ja, das haben wir uns jetzt verdient. Ja, liebe Zuseher und Zuseherinnen, das ist jetzt die Begegnung am Berg vom Pfänder Reichenberg. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es war ein Vergnügen, mit der Arbeiterkammer-Vizepräsidentin Jessica Lutz das Unterland und der See da genau zum Anschauen. Da. Bis nächste Woche, lebt gut, lasst euch gut gehen und bis dann.